dann haben wir dann erstmal den Schweinestall von Simon. Wahrzeichen. Heute ist der 16.01.2017. Wir machen wieder eine kleine Reise nach Bergentin. Wollen da einkaufen und werden dann auch noch durch Sechsrade fahren auf dem Hinweg. Sechsrade Großwehen. Mal sehen, wie weit sie da schon sind mit den 5 Häusern. Wird dann spannend. Langsam sind sie ja fertig, oder fast fertig. Wir müssen nur noch die Satellitenschüsseln anbauen. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen einkaufen und dann fahren wir wieder zurück. Hier ist noch ein Hund. Hat hier geschneit, guck mal, ganz schön viel. 7 Bäume. Das ist natürlich. Sind Tannenbaum schon weg? Ja. Ist er weg? Frau mit Kinderwagen und Hund. 2 Hunde, ein Kind. Wahrzeichen 7 Bäumen Kastorf Windpark. Was haben wir gehört? Es soll noch erweitert werden. Priesthorf, kommt auch noch was zu. Nur gehört, muss nicht stimmen, kann ja stimmen.
war dann Castorf. Rechts haben sie immer früher die Spiele abgehalten, im Zweiten Weltkrieg oder auch davor sogar noch. Eher davor, ne? Kurz davor. Von 33 bis 39 haben sie da die Spiele abgehalten. Auf der Koppel. Viele Flaggen hatten sie. Sechs Rade. Erzählt hat mir das meine Mutter. Jungmädel oder wie nannte man das früher? Transporte. So, jetzt wollen wir hier mal gucken, was sich getan hat. Sechs Rade. Bergentin gehört das. Am Bergentin hat das beschlossen, hier Wohnungen für Migranten einzurichten. Das wollen wir ja auch dokumentieren und dass sie jetzt auch in Syrien und in Jordanien, wo die Flüchtlingslager sind, da auch das mitkriegen und damit sie das begucken können, wie die Leute hier untergebracht werden. Und dann sagen sie sich, Mensch, so wollen wir aber auch leben. Und dann, da ist eine Lampe, kommt daran. Siehst du, da war ja ein Kabel, das aus der Wand hing. Keine Satellitenschüssel. Noch nicht. Da unten ist noch was, aber da unten bauen sie die nicht ran. Vielleicht kommt noch eine Steckdose für außen. So. Da Antennen und Sat-Anlagen, siehst du, das kommt ja noch. Der Wagen steht schon hier. Vielleicht kommt sie weiter hinten raus. Naja, das will ich gar nicht sehen. Dass wir gar nicht von der Straße aus sehen können, welcher Sender eingestellt ist. Das kann man nämlich sonst analysieren. Naja, das wird auf der Rückseite sein. Werden sich dann sagen, Mensch, so wollen wir auch leben und dann kommen sie alle her. Und wir wollen das ja nicht befördern, aber zumindest dokumentieren. Einladen tut ja Merkel. Das ist Merkels Sache. Da sagt sie, pass mal auf, wir können noch mehr Häuser bauen, das machen wir in Serie. Also hat ja Trump gesagt, Merkel hat einen kapitalen Fehler gemacht. Im Bild-Interview hat er das publiziert. Einen schweren Fehler gemacht. Wobei ich sage mir, sie hat keinen gemacht. Man muss nur die Sichtweise verstehen. Was will sie? Was will Merkel? Wenn jetzt Trump denkt, Merkel tut das für Deutschland, dann ist es natürlich ein schwerer Fehler aus seiner Sicht, aber Merkel tut das für Israel und für Israel ist das gut. Die Kämpfer aus der Region um Israel herum, alles Leute, die in, so sagt man, in Rage sind, in andauernd Stress machen, die sind jetzt da abgezogen worden durch Merkels Lockrufe und sind jetzt in Mitteleuropa, auch Schweden über. Also bei uns. Hier hat man sie unter Kontrolle und ein paar kleine Ausreißer gibt es. Zum Beispiel Weihnachtsmärkte werden so ein bisschen attackiert, aber das ist wohl die Kalkulation von Merkel, denn sie ist ja auch keine Christin. Richtig ist sie keine Christin. Sie hat jedenfalls den
Blutsbrüdern in Israel versprochen, da alles für sie zu tun, und es ist entsprechend auch eingerichtet. Wir haben jetzt hier die Kämpfer bei uns in Deutschland und Schweden, natürlich auch in Belgien. Hier haben wir starke Polizeikräfte, wir können das alles kontrollieren. Von daher alles im Griff. Guten Tag, hallo. Wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, man muss ja nicht nur von heute auf morgen denken. Wir müssen ja auch dann überlegen, was könnte denn Plan B sein von Merkel, wenn das nicht klappt hier mit der Integration. Dann hat sie ja auf jeden Fall alle zusammengefasst, die nicht integrationswillig sind. Das hat sie dann ja geschärft. Die sind dann ja alle in Deutschland. Und man sind auch registriert letztendlich in ein paar Jahren, wenn sie alle registriert sein. Dann hat man die Region um Nahost, hat man in der Levante und Maghreb hat man letztendlich auch befriedet. Da kehrt dann wieder Frieden ein. Praktisch der arabische Frühling Teil 2 tritt dann ein, weil die Randale-Typen dann im Prinzip dann alle weg sind. Assad in Syrien, der ist dann voll etabliert, weil da hat ja Merkel auch mit geholfen. Im Prinzip hat sie seine Kontrahenten aus der Region abgezogen. So, dann sind die alle hier und dann könnte man sie, vielleicht denkt Merkel soweit, zusammenfassen und inhaftieren oder so, wer sich da nicht integrieren lässt. Dann hat man sie alle zusammen und sind dann zentral sozusagen erfasst. Das muss dahinter stecken, dass es, also ein Politiker denkt ja nicht nur einfach von heute auf morgen, sondern denkt ein bisschen weiter. Und das hat Merkel auch im Griff, hat ihre Beraterin oder Berater. Und die werden dann so denken, dass sie sagen, pass mal auf, wir holen die da alle weg. Und dann gucken wir, wer hier gut ist, wer zu gebrauchen ist, wer irgendwie ein Arzt ist oder so, den filtern wir raus. Oder Ingenieur vielleicht auch noch. Dann raus, die lassen wir hier und dann haben wir die Spreu vom Weizen getrennt. Anschließend, was machen wir mit dem Rest? Die fassen wir zusammen und schicken wir sie wieder in die Region. Indem wir Asyl ablehnen oder so, so wird sie es machen. Kann man ja auch widerrufen, das können wir ja durch Gesetze letztendlich einrichten. Dann hat man doch alle zusammen. Das wird das Ziel machen. Ist jetzt eine Mutmaßung. Vielleicht ist es so ein ganz perfider Plan von ihr, dass sie sagt, ja, pass mal auf, die wollen wir alle einkassieren. Da haben wir Israel geholfen, da haben wir Assad geholfen. Und Irak, wie heißt der da noch? Aha, ich habe hier Vorfahrt. Und dann kriegt sie den Friedensnobelpreis. Letztendlich. Aus der Sicht, ich würde es auch so machen wie Merkel. Ich muss nur Herr Plus Teil 2 einleiten, die Zusammenfassung der ganzen bösen Buben, und die dann zurückschicken. Das ist dann eine andere Sache. Die muss aber dann kommen, sonst kriegt man da keinen Friedensnobelpreis. Gut, werden wir erstmal einkaufen, mal sehen, ob es hier noch was kaufen gibt in Bergentin. Rechts haben wir Montag. Wir haben heute Montag, den
16.01.2017. Da ist ein Hund rechts. Hier, das ist ein schwarzer Hund. Mein Hund ist auch mit. Rechts eine Familie. Wir begrüßen Sie alle mit Guten Tag, hallo. Begrüßen wollen wir auch, aber viele Hunde hier. Auch nicht mehr so viel essen, auch nicht mehr so viel kaufen, jetzt mal ein bisschen auf Diät. Hundefutter müssen wir auf jeden Fall haben. Erfrischung schenken ist auch. Ich habe schon Hundefutter gekauft. So ein bisschen die Gegend an, auf der Bundesstraße 208. Letztes Mal waren wir in diesem Wohngebiet drin. Jetzt wollen wir mal ganz gemütlich. Da haben wir noch ein bisschen Pferde, Ponys, Kamele. Mal sehen, ob wir auch wieder was zu erzählen haben, wenn uns was einfällt. Natürlich die Skyline. Bringen aber allerdings die Muslime in Rage. Wer ein bisschen was auf sich hält und auf seinen Glauben hält als Muslim, der wird natürlich von diesen heiligen Dreifaltigkeiten nicht begeistert sein. Denn die hat auch übrigens Merkel aufgestellt. Was das eigentlich jetzt soll, weiß ich nicht. Dann gerade den Dreiblattpropeller. Ja, die heilige Dreifaltigkeit bringt die Leute in Rage, weil das nämlich die Glaubensrichtung, den Glauben des Islams anzweifelt. Das
Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das widerspricht dem der Lehre des Islams. Ich habe mich da schon mit beschäftigt und zweifle das eben an. Ne? Und deswegen ist auch das der Grund, warum es auch so viele Querelen gibt, da im Nahen Osten und jetzt auch schon hier. Großes Problem. Ich hatte das ja schon mal erklärt, und wer das noch gerne möchte, dem kann ich das noch mal erklären. Die heilige Dreifaltigkeit. Ich zweifle das in dem Sinne an, in dem jetzt der Vater den Sohn opfert, also Gott den Sohn, Jesus Christus opfert, weil er nicht mehr möchte, dass es weiterhin Opferfeste gibt. Die gab es ja früher auch im Christentum. Tieropferfeste, da hat er blutige Feste sogar, da hat er lieber seinen Sohn geopfert. So steht es in der Bibel so ungefähr. Zumindest sinngemäß. Damit es diese Opferfeste nicht mehr gibt. Die Aussage ist also, wir wollen kein Opferfest. Wenn man so eine Dreifaltigkeit sieht. Das natürlich in einem Land, was jetzt langsam aber sicher muslimisch wird, sowas aufzustellen, ist natürlich eine Provokation. Und alles von derselben Person, die auch dann auch gleichzeitig die Muslime ins Land holt. Ich weiß nicht, was das soll. Ne? Das ist ein bisschen Provokation. Das hätte man vielleicht nicht machen sollen. Man hätte einen 5-Blatt-Propeller anbringen sollen. Der ist unbelastet. 4-Blatt wäre da schon wieder schon belastet. Ja, das ist ein Kreuz. Das wollen die Muslime auch nicht. Aber so ein 3-Blatt-Propeller ist eben ganz gefährlich. 5-Blatt, das geht. Wieder nicht mitgedacht. Die Ingenieure. Und später löst das nachher irgendwie einen Krieg aus. Vielleicht ist auch die Vorbereitung eines Angriffskrieges auf diese Weise. Aber das ist jetzt nicht mehr strafbar. Das haben sie jetzt geändert in diesem Jahr. Das haben sie ein bisschen umgeändert, so dass sie ja wegen dem Jugoslawienkrieg war das ja schon ganz auf der Kippe, dass da irgendwie Anzeigen trudelten da mal ein, aber die haben sie nicht anerkannt. Und mit der Begründung ist es nur die Vorbereitung eines Angriffskrieges strafbar, nicht die Ausführung eines Angriffskrieges. Das war ja die Ausführung. Ja. Die ganze Wortwahl. Also den Obersten tun sie mal nichts, den kleinen Leuten den kommen sie bei, wollen sie als Geld, zum Beispiel auch Straßenverkehrskontrollen. Jetzt kommen mehr Sicherheitskontrollen, Videoüberwachung, wird immer mehr, Polizeistaat. Bloß können sie nicht genügend Polizisten reinkriegen, die loyal dem Staat gegenüberstehen. Mittlerweile gibt es auch schon Reichsbürger drunter, haben sie auch schon gehabt. Das ist auf jeden Fall super interessant hier in Deutschland. Das ist irgendwie langweilig. Auf jeden Fall haben wir noch Hundefutter gekriegt und für uns selber auch noch was. Solange das noch geht, rebellieren wir nicht. Da sorgen sie mal für, ne, dass die Sozialhilfe überwiesen wird. Das war schon ein paar Jahre her, da war einmal über das mit Jahreswende, da gab es irgendwie Computerprobleme, konnten sie das nicht überweisen, so richtig. Gleich am ersten noch nicht oder am zweiten noch nicht, sondern das ging irgendwie ein bisschen später ein. Und dann haben sie extra über die Medien darüber berichtet, dass es leider noch nicht gleich klappt, müssen noch ein bisschen warten,
damit das ja nicht zur Revolte kommt. Ja, und wenn das natürlich eingestellt wird, dann ist hier gleich der Bock fett, sagt man sozusagen. Dann stehen sie aber auf den Straßen. Sozialhilfe und Arbeitslosengeld, das muss rollen, denn das ist die Befriedung der Nation, das Mittel, um alle ruhig zu stellen. Dann müssen sie noch einen Fernseher haben, ARD und ZDF zu gucken, das Beruhigungsprogramm anschauen, Coca-Cola trinken vielleicht noch. Habe ich mir allerdings auch gekauft, aber das meiste gebe ich meiner Mutter. Die ist nämlich schon dement und als Beruhigungsmittel sozusagen Coca-Cola, zuckerkrank auch. Vorne ein bisschen langsam. Sehr schöne Sicht. Die Propeller und dann auch der Schweinestall. Auch eine Belästigung für Andersgläubige, sag ich mal. Die Ungläubigen könnt ihr gerne längs fahren, aber die Andersgläubigen werden sich das dreimal überlegen, an dem Geruch vorbeizufahren. Da hinten kommt ja der Ort Grünau und der ist eigentlich nicht. Nur ein einziger Weg ist noch unbelastet. Aber man kommt eigentlich nicht mehr durchs Dorf durch ohne diese Schweinegerüche. Nee, eigentlich ist er nicht zu erreichen. Von allen Enden sind irgendwelche Schweineställe, die Zufahrt blockieren oder zumindest erschweren, wenn man da Wert drauf legt, geruchsfrei, zumindest ohne Schweinegeruch, nach Grünau zu kommen. Da hat man das schwer, deswegen ist vielleicht das hier die Ortschaft, die letzte Bastion der Einheimischen auch, wer weiß. Wir verabschieden uns, das war eine schöne Reise nach Bergtin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.